Josu Matrosen Eury hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Teil 4 meiner DVD Blu-ray Sammlung. Die Blu-rays waren so ziemlich alle schon in Teil 1 und 2 zu sehen. Der Rest hier ist überwiegend DVDs. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt Reihe 4, sprich Teil 4, und ich dachte, wir machen jetzt mal weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Ihr seht, ich sitze schon mittlerweile, weil alter Mann und so. Ich habe hier eine sehr schöne Trilogie hier, und zwar die Mumie in einer sehr schönen Box. Keine Ahnung, wo ich die jetzt... Ich denke mal, die habe ich mal irgendwo vom Flohmarkt oder so mitgenommen. Teil 1 sehr geil, Teil 2 auch noch gut, Teil 3 ein bisschen schwächer, aber alles in allem sind die absolut sehenswert. Gut, über den Scorpion King mit The Rock will ich jetzt nicht sprechen, den habe ich auch hier, glaube ich, gar nicht in der Sammlung. Und über den ganz neuen Mumie mit Tom Cruise, da hat mir der Trailer schon gereicht, da habe ich, So, dann haben wir hier, Rest in Peace, Robin Williams, One Hour Photo. Das ist mal eine etwas andere Rolle, in dem man ihn sehr zurückhaltend sieht. Er arbeitet als Filmentwickler und ich sag's mal so, er ist nicht sehr... Er ist ein ziemlich deprimierter Typ in dem Film und einer seiner besten schauspielerischen Leistungen, und da zeigt er auch, ich mag das, wenn Schauspieler so wie Robin Williams oder Jim Carrey, ja, die eigentlich so eher lustige Filme, Rollen annehmen, wenn sie auch mal ernster werden und es dann auch liefern. Das zeigt einfach nur, was für großartige Schauspieler sie sind, ja. Also One-Hour-Foto, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ja, da geht so richtig in die Psyche eines sehr einsamen Menschen, ja, sagen wir es mal so. Und das ist nicht sehr gut in dem Film, ja, für ihn. Dann haben wir hier ein Double Pack, das ist noch sealed, nee, ein Triple Pack sogar. Eine Eddie Murphy Collection, und zwar Die Glücksritter, Auf der Suche nach dem goldenen Kind und Der Prinz von Zamunda, Coming to America auf Englisch. Ich habe mir dieses Pack eigentlich wegen den, also hauptsächlich wegen dem Prinz von Zamunda, weil den hatte ich nicht. Warum auch immer, ich liebe diesen Film, ja, mit Eddie Murphy und Arsenio Hall und wie sie alle heißen. Der zweite Teil kam jetzt vor kurzem in die Kinos, da bin ich mal gespannt, da erwarte ich jetzt nicht allzu viel, aber ich fand es schon mal geil, im Trailer zu sehen, dass eigentlich so ziemlich alle Charaktere aus dem ersten Teil von Prince von Zamunda wieder auftauchen, ja, also da freue ich mich mega drauf. Auf der Suche nach dem goldenen Kind, lustig, das kleine Kind, also das goldene Kind, ist, wusste ich nie in dem Film, also ich glaube, es ist ein Mädchen, wurde aber als Junge dargestellt im Film. Und die Glücksritter habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber wie denn auch, wenn das noch sealed ist. So, dann haben wir The Conjuring, die Heimsuchung, nicht The Conjuring, sondern einfach Conjuring, Conjuring, die Heimsuchung. Als der Film rauskam und ich mir den angeschaut habe, dachte ich mir, oh Gott sei Dank, endlich mal wieder ein Horrorfilm, wo man merkt, dass die Macher im Hintergrund sich was dabei gedacht haben und nicht nur auf billige Jumpscares sich beholfen haben, sondern wirklich einfach einen guten klassischen Grusel hervorrufen wollten, und das haben sie definitiv geschafft. Ich habe auch den zweiten Teil da, der ist aber auf Blu-ray, den habe ich, glaube ich, in einem der anderen Teil 1 oder 2 schon gezeigt. Ich separiere meine Filme. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte eigentlich. Also, wenn jetzt Teil 1 auf DVD und Teil 2 auf Blu-ray ist oder umgekehrt, dann habe ich die auch separat stehen. Ich weiß nicht, wie handelt ihr das denn? Vera Farmiga, mega Schauspielerin, die auch übrigens im The Bates Motel, ich weiß nicht, ob es das noch gibt auf Netflix, die Mutter die Psycho-Mutter spielt von Psycho. Also die Bates Motel ist die Geschichte, die Vorgeschichte zu Psycho, ja. Da glaube ich, da kommen wir auch noch irgendwann zu. Oder glaub sogar heute, ich weiß nicht. Ja. Vera Farmiga, mega, mega Schauspielerin. So, dann kommen wir zu die Red Edition von Zombie Dawn of the Dead.
jetzt bin ich ein bisschen on the spot hier. Ich blick langsam nicht mehr so durch mit diesen ganzen Zombie-Filmen. Das ist nicht der Kaufhaus-Zombie. Ich kann ehrlich gesagt nicht, ich bin total jetzt ein bisschen, ja. Dawn of the Dead, die weltweit längste Fassung. Ah ja, da gibt's ja das Remake von Dawn of the Dead. Okay, müsste ich mal wieder reinziehen, meine Memories ein bisschen auffrischen. Ich weiß gar nicht genau mehr, worum es ging in dem Film. Ich glaube aber um Zombies. Dann habe ich hier einen Film, den habe ich mir auch noch nie hier reingestellt. Den habe ich mir auch noch nie reingezogen. Soll aber ein Klassiker sein, der ist auch noch sealed. Und zwar The Warriors. Der ist relativ alt. Man sieht's auch. Also ich habe einen Trailer und den ein oder anderen Clip auf YouTube gesehen. Lasst mich lügen. Ich glaube, 1979, also kratzt gerade noch so an die 80er. Aber wie gesagt, man sieht's in diesem Film. Ich finde, die Clips, die ich gesehen habe von dem Film, die Schauspieler, wie sie sie gekleidet haben. Es geht halt um Gangs, ja, und eine bestimmte Gang versucht, die sind irgendwo gelandet, in einem Teil, ich glaube in New York spielt das, ja genau, und die müssen wieder zu ihrem Viertel kommen sozusagen und müssen sich da durchkämpfen, und New York ist überrannt von Gangs, ja, und jede Gang hat so ihr eigenes Theme, so, das ist das Interessante an dem Film, ja, da gibt's eine Baseball-Schlägertruppe und so. Und lauter so Geschichten. Aber wie gesagt, ich finde, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, den Film mir mal reinzuziehen, ist die, wenn man den heute drehen würde, ja. Ich finde einfach so, die meisten, die man da drin so sieht, die Charaktere, die ich in den Clips und Trailers gesehen habe, denke ich mir, mit denen könnte ich es auch aufnehmen, ja. So, die intimidaten mich nicht wirklich. Aber es soll ein Klassiker sein, Gibt sogar von Rockstar, soweit ich mich erinnern kann, für die PS2. Sind ja ein Spiel im GTA-Stil. Dann einer meiner Favorite-Movies, und das war, als ich hier eingezogen bin in diese neue Wohnung und meinen 75 Zoller gekauft habe, das war der erste Film, den ich reingeschoben habe und mir angeschaut habe, von Joel Schumacher auf DVD. Makellos. Sehr, sehr, sehr geiler Film mit Robert De Niro und Philip Seymour Hoffman, rest in peace, einer der ganz Großen, und wie es halt immer so ist, die ganz Großen verlassen uns meistens zu früh. Kurz zur Geschichte. Robert De Niro spielt einen Ex-Polizisten, der einen Schlaganfall leidet. Und in dem Block, in dem er wohnt, und er wohnt wirklich in dem schäbigsten Block, was man sich so vorstellen kann, und scheinbar hat er Geld, ja, der Robert De Niro in dem Film, denn er geht auch immer aus und bezahlt Prostituierte oder eine Prostituierte, damit er ja seinen Beischlaf bekommt und wie auch immer. Aber wohnt in einer richtig abgefuckten Bruchbude in einem fetten Hochhaus. Und eines dieser Charaktere, was in diesem Hochhaus wohnt, ist eben der Charakter von Philip Seymour Hoffman. Er spielt eine Drag Queen sozusagen. Und ja, Robert De Niro ist nicht so gut auf sie zu sprechen. Ja, Vorurteile und so und pipapo. Aber zwangsläufig wird er mit ihr Kontakt haben, da er denkt, er könnte, weil er kann nicht mehr richtig sprechen nach dem Schlaganfall, und Philip Seymour Hoffman ist eine Musiklehrerin, und so lernen die sich so kennen, und es geht immer so hin und her, so, es ist wirklich ein guter Film, nur wirklich zu empfehlen, schaut ihn euch an, tut's euch aber bitte im O-Ton an, wenn es geht, ja. Original O-Ton. So, dann ein Film, den ich auch schon sehr, sehr oft gesehen habe, mit Jessica Biel, Edward Norton und Paul Giamatti. The Illusionist. Ja, ich mag den Film von der Stimmung her. Edward Norton spielt einen Magier in dem Film. Ich will nicht allzu viel verraten, da kann man sehr schnell viel spoilern. Ich kann nur sagen, alle Schauspieler, alle, das Setting, wie gesagt, die Stimmung in dem Film und
die Atmosphäre sind perfekt, perfekt gewählt und meisterhaft umgesetzt. Also The Illusionist, ich glaube, ist ein Film, den nicht viele auf dem Radar haben, warum auch immer. Dann hier auch ein Klassiker, Stallone, ja, und Snipes in Demolition Man. Braucht man nicht viel sagen. Simon Says, ja, einfach so ein klassischer Actionfilm, ja. Und das sind diese Actionfilme, die ich auch mag, ja, die so ein bisschen, vor allem wenn der Bösewicht einfach abliefert und Snipes liefert ohne Ende, ja. Sehr cool. Demolition Man. Dann haben wir einen Hellraiser-Teil, Clive Barker. Und zwar ist das Bloodline. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich ihn mir reingezogen vor langer, langer Zeit. Ja, wieder mit unserem allbeliebten Pinhead hier und seinen, wie heißen die nochmal, die Kollegen? Acolytes oder sowas, ja? Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Film in zwei Epochen stattfindet, also Zeitepochen, und die eine Familie irgendwie, das mit einer Familie aus der einen Zeitepoche, und dann greift das über in die andere, irgendwie sowas. Lange, lange her, dass ich ihn mal gesehen habe. Aber ja, Hellraiser, ich mag die Serie sehr. Dann a Classic im Steelbook. Wow! Fight Club, ne? Auch wieder ein Edward Norton und Brad Pitt. Ich muss zugeben, ich habe das Ende, ich habe es nicht vorhergesehen. Also hat mich echt überrascht, als ich das Ende gesehen habe. Und das, Spoiler, eine gewisse Person in diesem Film nicht wirklich da war die ganze Zeit. Ja. Aber Regel Nummer 1, wir reden nicht über Spoiler. Ja? Fight Club. Hier, dann Ein Tim Burton-Film, wenn ich mich recht erinnere. Das müsste von Tim Burton sein. Ja, natürlich Tim Burton. Edward mit den Scherenhänden. Das ist so ein... Der Film will nicht horrormäßig rüberkommen, aber als Kind, als ich den gesehen habe, ich habe mir die Hosen geschissen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht lag es wirklich an den... Ja, an den Freddy Krüger-Händen vom Johnny Depp hier. Als Erwachsener, was für mich natürlich besonders raussticht bei dem Film, ist, wie sie die... Na, Edward ist so der Outcast in dem Film, der aber im Gegensatz zu den ganzen Normalos in der Siedlung, in dem er dann anfängt zu wohnen, ja, ist alle sehen ihn natürlich, weil er halt ein bisschen anders ist, als den Außenseiter so, aber... Ganz ehrlich, das sind die ganzen Menschen in dem Dorf, ja, mit ihren Intrigen und ihren Hetzen und ihren hinterm Rücken reden und pipapo. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, hat da Johnny Depp und Winona Ryder sich kennengelernt, weil sie waren doch dann mal ein Pärchen, ja. Edward mit den Scherenhänden. Dann einen Film, den ich auch zwar auf Deutsch ist er ganz gut, aber natürlich im O-Ton, ja, und mein Gott, einer der wenigen Komödien in meiner Filmsammlung, So High mit Redman und Method Man, ich als riesen Wu-Tang-Fan damals, ja, oder immer noch, und als der rauskam, und der ist auch wirklich lustig, ja, zu einer Zeit, in dem ich auch, mit am Start war, sag ich mal, ja. Der ein oder andere weiß vielleicht, worum es primär geht in diesem Film. Aber ja, definitiv auch, wenn man... Für jedermann, ja. Zieht ihn euch rein, ist einfach nur lustig. Dann haben wir eine Trilogie sozusagen mit Vin Diesel. Und zwar ist es einmal... Hier fangen wir an mit Pitch Black. Dann ging es weiter mit Riddick. Und dann kam der dritte Teil von Riddick. Sehr, also relativ später raus. Ich habe von allen dreien den zweiten Teil am meisten gesehen. Und ich weiß noch, wie ich ihn damals hart gefeiert habe. Mittlerweile muss ich sagen, es ist so ein typischer Mid-2000, 2004, so ein... Ein typischer Sci-Fi-Film, so vom Look her, wie so sehr, sehr viel CGI und sehr offensichtliches CGI. Aber dennoch, der dritte Teil
relativ schwach, aber als Trilogie muss man die natürlich so zusammen haben, meiner Meinung nach. Also er ist nicht schwach genug, dass ich ihn nicht mit in die Trilogie nehme. Vin Diesel in der Rolle als Riddick maßgeschneidert, also ich könnte mir keinen anderen vorstellen, so diesen abgebrühten, harten Typ einfach, der schon fast so animalische Charakterzüge hat. Naja, die Riddick-Trilogie. Dann haben wir ein Double-Pack hier. Einmal Herrscher der Zeit und einmal der fantastische Planet. Ich glaube, der heißt auf Französisch der wilde Planet. Ja. Herrscher der Zeit habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht reingezogen. Ich habe mir das Pack hier hauptsächlich wegen dem fantastischen Planeten gekauft. Nichts, auch wenn es in Zeichentrickstil ist, es ist nichts für Zartbeseitete, denn er ist doch sehr depressiv gestaltet, denn hier wird die Rolle mal wirklich umgedreht, ja, also eine Rasse Aliens, Riesen-Aliens halten Menschen, ich weiß nicht, immer wenn ich diese Videos mache, habe ich einen Frosch im Hals, ich weiß nicht warum. Naja, Riesen-Aliens halten Menschen als Haustiere, Sklaven, ja. Es ist doch recht beklemmend, so die ganze Stimmung und die Art, wie es gezeichnet ist und die Musik, sehr, sehr geiler Soundtrack, ja, mega. Für Leute, die abseits des Mainstreams sich mal was reinziehen möchten, der fantastische Planet, definitiv. So, einer meiner Favorites von Tarantino, Jackie Brown. Viele sagen, es ist mit sein schwächster Film. Ich finde, es ist einer seiner stärksten Filme. Ich liebe, wie bei allen Tarantino-Filmen, einfach die Dialoge, ja. Die Dialoge und der Plot vom Film, wie sich das entwickelt, wer wem in den Rücken fällt, von dem man es nicht erwartet hätte am Anfang, ist einfach nur, ja. Und auch hier wieder Samuel L. Jackson, Robert De Niro in einer sehr geilen Rolle. Und ja, Pam Grier, mega. Also, wer Tarantino-Filme mag und den noch nicht gesehen hat, warum auch immer, do it. Jeepers, Creepers, where'd you get those beepers? Ja, Jeepers, Creepers. Cool. Ein sehr interessanter Bösewicht, so vom Style her, ja, mit seiner Axt und mit seinem Undertaker-Hut und mit dem Gewand und es ist einfach ein, man kann es schon eher als Road-Movie bezeichnen, ja, zwei jüngere Menschen sind auf dem Weg von A nach B und stoßen auf einen, etwas langsam fahrenden Truck, und nerven ihn, aber das hätten sie lieber sein lassen. Naja, auf jeden Fall, Jeepers Creepers gab auch einen zweiten und, glaube ich, einen dritten Teil. Mit denen habe ich aber nicht so viel Berührung. Mir reicht der erste hier. Conan und Conan der Barbar. Ja, Conan der Zerstörer und Conan der Barbar. Conan der Barbar, der erste Teil, Conan der Zerstörer, der zweite Teil, beide Filme, Mega-Classics, ja, mit Arnold Schwarzenegger. Was ich bei Conan der Barbar übrigens sehr, sehr geil finde, sind die ersten 10 Minuten, in dem es eigentlich gar keinen Dialog gibt, ja, was Arnold Schwarzenegger auch freut, denke ich mal. Aber er ist so bildgewaltig erzählt, dass man sieht, es muss nicht immer viel Dialog geben, ja. Einfach nur geil. Ich schaue mir immer wieder gern an. Auch der zweite Teil. Also ich finde beide gleich stark. Das ist so sehr, sehr selten, dass ich sage, eine Fortsetzung oder der erste Teil ist besser oder der zweite Teil ist besser. Hier finde ich beide wirklich auf einem Level. Ja, also sehr geil. Und ich glaube, im ersten Teil schlägt der Arnold Schwarzenegger ein Pferd K.O. und im zweiten, glaube ich, ein Lama oder so. Verrückt. Gut, dann haben wir hier einmal X-Men erste Entscheidung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich mir den jemals reingezogen? Ich weiß nicht. Ich mag die ersten drei X-Men-Filme.
Lasst mich lügen, ich glaube, das ist der vierte Teil. Ich blick da auch jetzt so langsam nicht mehr durch. Ich bin aus der X-Men-Story, bin ich leider raus inzwischen. Aber die ersten zwei, drei Teile. Hier geht es, soweit ich weiß, um die Origins sozusagen, um Magneto und Charles Xavier, als sie halt jünger waren. Ne? Hier sieht man sie auch in jüngerer Form. Ich glaube, einmal habe ich ihn mir reingezogen und war ganz gut bedient mit dem Film. Aber steht halt da drin. So, Mr. Scientology, aber ein sehr, sehr geiler Film. Mit Tom Cruise und Tim Curry. Legende. Wer auf Fantasy steht, das Ding dürft ihr nicht verpassen. Mega geiler Film. Schon, 1985, aber ich kann euch sagen, von A bis Z ist es einfach mit neben Herr der Ringe, ist das einfach nur ein Urgestein, finde ich, in der Fantasy, im Fantasy-Genre. Das war, glaube ich, auch die Outbreak-Rolle von Tom Cruise. Nach dieser Rolle, also ist er richtig durchgestartet. Ja, ein sehr geiler Bösewicht. Ja, dieser Teufel, gespielt von Tim Curry. Und alle Charaktere in dem Film sind einfach nur saucool gemacht. Und hier diese Moorhexe, wer den Film kennt, die Moorhexe, einfach nur. Also die Kostüme in dem Film sind einfach nur sehr, sehr geil gemacht. Zwei Filme mit sehr, sehr geilen Kostümen sind die beiden Hellboy-Teile. Auch hier der zweite Hellboy-Teil in einem schönen Steelbook. Ja. Was gibt's über Hellboy groß zu sagen? Bis die Filme rauskamen, kannte ich Hellboy gar nicht so wirklich, aber dann mir mal reingeschaut, weil ich fand das halt interessant, diesen teuflisch aussehenden Charakter, hier gespielt von Ron Perlman, der sehr, sehr geil gespielt und ist halt cool, weil er doch ein guter Charakter ist, der und die One-Liner in dem Film, ne? Also so Arnold Schwarzenegger Style-mäßig, ja. Beide Teile auch sehr gut. Der erste gefällt mir ein bisschen besser, aber der zweite ist nicht weit hinten dran. Dann auch ein Film, den viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, aber ich als Wu-Tang-Fan vor allem und aber auch so als Film an sich sehr, sehr geil. Ghost Dog mit Forrest Whitaker. Jetzt weiß ich nicht genau, inwiefern RZA von Wu-Tang seine Finger da im Spiel hatte. Man sieht ihn ganz kurz am Ende, hat einen kurzen Auftritt. Ich weiß, dass er den Soundtrack gemacht hat. Ich weiß jetzt aber nicht genau, inwiefern er mit dem Script oder mit dem Drehbuch zu tun hatte. Aber ich denke mal, da hat er auch seine Finger im Spiel. Naja, auf jeden Fall Forrest Whitaker hier, unser Hauptprotagonist, spielt einen Auftragskiller für einen Mafiosi, also so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen ein Mafia-Theme, ja, und ein Hitman-Assassin-Genre, kann man sagen. Und Forrest Whitaker wird als Jugendlicher zusammengeschlagen, schon fast totgeschlagen, und ein Mafiosi kommt, der gerade vorbeiläuft, sieht das und rettet ihn quasi. Und da hat der Forrest Whitaker seine Loyalität quasi ihm versprochen und entwickelt und trainiert sich selbst zu einem richtig krassen Auftragskiller für die Mafia. Also besonders halt für diesen einen Kerl auch sehr, sehr geil. Und bitte im O-Ton schauen. The Punisher mit John Travolta, apropos Scientology, und Tom Jane. Ein paar Mal habe ich mir den damals reingezogen. Das ist auch so ein typischer Film aus den 2000ern, hier 2006, so oder 2004 kam der, glaube ich, ja, steht hier. In der Art und Weise, wie es war so, ab 2000, 2005, so fand ich, ist so der bisschen der Style des Drehens von Filmen aus den, wie man es so aus den 90ern so kannte, übergeschwappt in die 2000er-Ära vom Style her. Es ist schwierig zu erklären. Auf jeden Fall, The Punisher, Tom Jane, seine Familie wird
aus Rache, weil er ist Polizist und hat den Sohn eines Mafia-Bosses oder eines Kartell-Bosses, wie auch immer, gespielt von John Travolta, bei einem Undercover-Drogendeal getötet, und Travolta rächt sich an Tom Janes gesamte Familie. Und Tom Jane findet das natürlich nicht so lustig und dementsprechend gibt's Rache. Bube, Dame, König, Gras von Regisseur von Snatch, von Guy Ritchie. Irgendwo habe ich Snatch schon gehabt hier, das kommt mit Sicherheit nochmal irgendwo anders. Die müsste ich eigentlich nebeneinander stellen. Ja, da unten ist Snatch. Ich finde Snatch ein bisschen besser als Bube, Dame, König, Gras, aber auch hier... Bube, Dame, König, Gras und Snatch, man sieht da absolut die Handschrift von Guy Ritchie als Regisseur, von der Art und Weise, und so ein bisschen so die Anfänge auch von Jason Statham, bevor er Liam Neeson-mäßig in ein und dieselbe Rolle gesteckt wurde für jeden Film, den er dann rausgebracht hat. Hier spielt er, und in Snatch spielt er mal andere Rollen, ja, und das fand ich ein bisschen schade, so den Werdegang von Jason Statham, aber es ist, wie es ist, ja. Auch wie bei Snatch und ähnlich wie Tarantino erzählt Guy Ritchie seine Filme nicht von A bis Z, sondern von G bis über B, über Y, über A. Ja, und am Ende kommt dann immer alles zusammen. Auf jeden Fall trotzdem sehr zu empfehlen. Auch sehr zu empfehlen, wenn ihr mal so hinter die Kulissen der US-Präsidentschaftswahlen und wieder getrickst wird und so weiter und so fort, dann zieht euch Wag the Dog rein mit Robert De Niro und Dustin Hoffman. Robert De Niro spielt quasi der Mann hinter dem Präsidenten, der dafür sorgen muss, dass die Wahl gewonnen wird, und sucht dann auch Hilfe von Dustin Hoffman, der ein Hollywood-Producer ist, und man sieht dann auch in der Szene sehr geil, wie sie erfinden einfach einen Krieg mit Albanien zum Beispiel und drehen ein Video wie ein kleines Mädchen mit einer Katze im Arm, die sie ihr mit über CGI in die Hände buxieren, und sie dann über eine Brücke läuft, die auch nicht da war, und dann Bomben, und ist irre, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das teilweise so abgeht. Also Wag the Dog auch sehr, sehr geil. Dann hier einmal, dann habe ich mir einmal reingezogen bis jetzt, Creed. War gut, war gut. Ich mag die alten Rocky-Filme natürlich etwas besser. Was ich aber nie so mochte an Rocky-Filmen ist, dass man, ich weiß nicht, hier ist es besser gemacht, ja, in den alten Rocky-Filmen, da saß jeder Schlag, da wurde nicht einmal geblockt, ja, aber hier haben sie es ein bisschen realistischer dargestellt. Dennoch ziehe ich die Originalen vor, aber es ist trotzdem gut. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen, aber irgendwie als für mich da auch nicht so wirklich. Die Stadt der verlorenen Kinder ist auch so ein Film, spielt auch der Ron Perlman mit, hier unser Hellboy-Charakter, oder man kennt ihn auch von Sons of Anarchy unter anderem, oder aus dem zweiten oder dritten Teil von Blade. Auf jeden Fall die Stadt der verlorenen Kinder, hier steht ein fantastisch skurrile und preisgekrönte Meisterwerk von Die fabelhafte Welt der Amelie. Es ist auch ein Film, wenn man sich den anschaut, es wirkt wie ein Traum, Albtraum. Ja, und es werden einfach Filme nicht mehr so gemacht wie die Stadt der verlorenen Kinder. Ja, auch hier will ich nicht allzu viel erzählen. Schaut's euch an, ohne dass ich euch jetzt groß spoiler. Auch den Film muss ich mir noch reinziehen, zu meiner Schande noch nicht gesehen. John Carpenters Die Klapperschlange mit, wie heißt unser Kollege hier nochmal? Aus Big Trouble in Little China. Na, komm schon. Kurt Russell. Ich muss ihn mir mal reinziehen, weil ich habe mir Clips angeschaut und er scheint so wirklich so ein bisschen durchgedreht zu sein. So auch hier ein New York im Jahr 1997.
ja, nicht ganz, wie es vorher gesagt wurde, glaube ich. Aber so wie ich es in dem Trailer und dem ein oder anderen Clip auf YouTube so gesehen habe, scheint der Film doch ein bisschen durchgedreht zu sein. Da gab es eine Szene, so wie ich es mitbekommen habe, in dem er irgendwie von einem verrückten Arzt, der oder eine kleine Community, die besessen sind von Schönheits-OPs. Ja, und ja, muss ich mir mal reinziehen. Wie gesagt, kann ich jetzt leider nicht viel dazu sagen. Die Klapperschlange mit Kurt Russell. Ja, einer meiner Top 5 Filme hier. Mit diesem schönen Sleeve. Goodfellas. Das ist so ein Film, den brauche ich nicht auf Blu-ray. Mir reicht das absolut auf DVD. Das ist ein Film, den ich mir, wenn er im Fernsehen läuft, ich schalte nicht weg. Ich kann nicht wegschalten. Ja? Das wird geschaut, egal was, egal wie, egal warum. Ist einfach ein genialer Film. Mafia-Style mit eine wahre Geschichte um Henry Hill. Ja? Gibt ganz, ganz viele Interviews auf YouTube. Und es ist einfach 30 Jahre in der Mafia. Ein Martin Scorsese-Film. Ich bin mal gespannt, da kommt jetzt, da glaube ich, eine Serie. Ah, wie heißt es? Egal. Goodfellas, definitiv mit oben, mit dem Paten, in meiner Top 5 Filme aller Zeiten. Die Art und Weise, wie Scorsese seine Filme erzählt, mit der Narration von Ray Liotta, der den Henry Hill spielt, das passt einfach. Und die Musikeinlagen, die er immer reinwirft, und der dynamische Schnitt und die Dialoge, ist einfach nur meisterhaft. Ich liebe diesen Film, ja? Ich liebe ihn einfach. Ich will ihn heiraten. Dann haben wir hier eine Box, und zwar das habe ich auch vom Flohmarkt, das habe ich mir mal mitgenommen. Jackass The Box, das sind die mehr oder weniger Staffeln, so wie ich das mit mich erinnere. Also hier ist die Bonus-Disc, Volume 1, 2, 3. Also die ersten drei Staffeln, oder es gab, glaube ich, nur drei Staffeln von Jackass. Und dann kamen ja die Filme und wie auch immer so fort. Ja, muss nicht viel über Jackass sagen. Aufgewachsen mit den Jungs, ja. Und es ist einfach nur, krass, wie, was die körperlich, aushalten mussten ihr Leben lang. Und interessant zu sehen eigentlich, gut, wie wir alle wissen, oder der ein oder andere, Ryan Dunn, der leider verstorben ist aus der Gruppe, und alle bis auf Bam Margera quasi mit der Kopf, ja, also aus der CKY Crew definitiv der Kopf, alle sind gut dabei, ja, gesund, bis auf Bam Margera. Der ist ziemlich, ich glaube echt, der hat einfach zu schnell, wurde er zu berühmt, hat zu lange einfach Menschen um sich rum gehabt, die zu allem Ja und Amen sagten, und irgendwann ist alles mal vorbei. Und er hat das nicht so gut mitgenommen. Also vor allem als Ryan Dunn gestorben ist, hat man richtig gesehen, Bam Margera. Ich hoffe, er fängt sich. Ja, das wäre super, super schade. Hier oben liegen zwei, drei Filme. Hier haben wir einmal mit Christian Bale Equilibrium. Auch ein sehr underrated Sci-Fi-Action-Film, in dem es darum geht, dass es der Menschheit verboten ist, Gefühle und Emotionen zu haben. Daraus resultiert, dass es keine Kriege mehr gibt auf der Welt, aber dafür gibt es auch keine Emotionen, und jeder ist verpflichtet, ein Medikament zu nehmen, was Gefühle halt quasi unterdrücken. Und Christian Bale spielt quasi so ein Gefühlsjäger, und jeder, der Sean Bean spielt in dem Film mit, der stirbt natürlich. Spoiler, das ist kein Spoiler, ja. Sean Bean stirbt in jedem Film, ja. Boromir aus Herr der Ringe, Sean Bean. Equilibrium, wer nicht kennt, reinziehen. Dann haben wir hier zweimal Scarface. Ich habe den zweimal da, weil auf jedem dieser Versionen gibt's verschiedene Bonusmaterialien. Und ich mag den Film. Das Einzige, was ich an Scarface aber ein bisschen schade finde,
Oder was heißt schade, ich finde, sie hätten den ein bisschen länger machen müssen. Also Scarface kommt als politischer Flüchtling von Kuba und steigt auf zu diesem Drogenbaron. Und das geht mir in dem Film ein bisschen zu schnell. Ich hätte ein bisschen mehr Charakterentwicklung gerne gesehen und halt wie er die Karriereleiter, also ein paar Nebendeals mehr, so. Dennoch, auch sehr, sehr geil. Also Scarface mit Al Pacino, Classic. So, zwei Boxen haben wir hier noch. Auch hier Komödien. Einmal Friday und Friday After Next. Was ich hier nicht ganz verstehe, Friday ist ja der erste Teil und Friday After Next ist der dritte Teil. Den zweiten Teil, der schlummert hier auch irgendwo rum. Aber ich habe nicht verstanden, warum ist hier der erste und der dritte Teil und nicht der erste und der zweite Teil. Ich weiß nicht, vielleicht hat das irgendwelche halt rechtlichen Gründen, keine Ahnung. Also die beiden, die sind auf jeden Fall von New Line Cinema. Ja, aber wer So High mag, der wird auch die Friday-Filme mögen, ja. Nur so viel dazu. Und neben King of Queens würde ich sagen, mit die beste Sitcom ever. Und die habe ich hier auf Blu-ray. Auch sehr günstig mal auf dem Flohmarkt in München, glaube ich, war das, als ich in München war. Der Prinz von Bel-Air. Ja. Damals als Kind war das einfach, ich fand den so cool, den Will Smith, und ich wollte sein wie Will Smith, ich fand den so cool als Kind und ja, krasse Karriere einfach von Will Smith. Ich glaube, als er Prince von Bel-Air gedreht hat, war er 16, 17, so um den Dreh. Ja, einfach nur cool. Und die ganze komplette Staffel 1 bis 6 hier drin auf Blu-ray. Ja. Und die Mode damals, ne? Ja, Leute, das war Teil 4 meiner DVD/Blu-ray-Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Reed.